Hallihallo, hallöle und willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Infinite World. Ja, ich bin's der Lü und also ich kann nur in der Nacht schlafen, weil es hier gerade so dunkel aussieht, deswegen wollte ich eigentlich pennen gehen. Aber okay, gut, ja, wie gesagt, unser Reaktor, der hat nicht mehr ganz so viel, hat er noch einen Energiespeicher? Nee, da ist alles raus mittlerweile. Ist ja auch aus dem Energiespeicher, das heißt, wir packen hier einfach mal ein bisschen was in den Yellorium, ne? Und das läuft ja hier einfach mal so für sich hin oder vor sich hin, das ist ja okay. Gut, so, dann packen wir erstmal ein paar Sachen, die wir so gebrauchen. Packen wir erstmal hier rein. Haben wir hier noch ein bisschen was davon. Electrical Steel Inket, die können wir nochmal hier reinpacken. Und hier das hier. Die packen wir hier rein. Dann packen wir das hier rein. Hier haben wir Ferrous Inket. Und dann haben wir das hier. Wie sieht es denn hier oben aus mittlerweile? Da sieht es soweit auch ganz okay aus. Zack. Zack, 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 zack. So, langsam wird die Kiste hier auch so allmählich auf jeden Fall gefüllter. Das ist schon auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht. So, okay, gut, zack. Ja, Sulfur weiß ich gar nicht. Was macht man mit Sulfur? Wie verarbeitet man das? Oh, das wird irgendwo mit verarbeitet. Okay, gut, weiß ich noch keine genaue Verwendung jetzt dafür. Aber okay. Gut, wir haben, ansonsten haben wir hier, wir haben keine Schuhe, ne, kann das sein? Wir zumindest ein bisschen Rubin oder sowas in die Richtung noch, wir haben hier noch Pulverized Silver, das können wir hier einfach mal mit der durchschmelzen. Concrete Binder, das wäre auch nicht schlecht, Redstone hier rein, oh, hier das Glas, die Kisten, oh, hier machen wir hier mit rein, zack, zack. So, ansonsten haben wir hier Unbreaking, Pickaxe, Effizienz. Haben wir noch mit Fortune noch was im Start, okay. Das hier braucht man eigentlich, ja gut, können wir mal noch mitnehmen. Das packen wir hier rein. Ja, das Schwert ist okay. Dann haben wir hier noch den Bogen. Bogen, Effizienz 2, okay, das hier noch mit rein. Und die Chestplate nehmen wir noch mit. Ansonsten haben wir, glaube ich, hier noch unser Jetpack, ja, genau. So, und da haben wir ansonsten hier oben. Wir können hier oben nochmal kurz schauen. Haben wir hier nochmal ein paar Erze mittlerweile wieder gehabt. Hier Kupfer haben wir hier zum Beispiel. Und hier auch nochmal ein bisschen was an Kupfer. Ja, das ist schön. Dann haben wir hier, oh, hier haben wir mittlerweile Eisen. Hier haben wir ein bisschen Aluminium. Das kann man alles gleich nochmal durchschmelzen lassen, finde ich persönlich. Ist auch gar keine schlechte Idee. Dann haben wir hier, da ist nichts drin. Da ist noch ein bisschen was an Eisen drin. Hier ist nichts mehr drin. Hier haben wir nichts mehr. Ja, oh, hier haben wir ganz schön viel Eisen. Ja, und auch wieder mit Kupfer. Und das war es dann auch schon. So, können wir hier unten also das auf jeden Fall erstmal schön reinpacken. Ne? Zack, zack. Und dann kann er hier auf jeden Fall schön erstmal noch was arbeiten. Schön wäre es vermutlicherweise, wenn wir. Weiß ich nicht. Ne, wir gehen jetzt einfach mal los und snacken uns. Warte mal, wir könnten. Wir halt noch machen können, wäre halt ich glaube, das ist oben, ne? Ich meine, dann muss ich den Hover-Mode noch mal ausschalten, bin mir noch gerade nicht sicher, wo ich den hingelegt habe. Oben ist auch nicht mehr, das, ja, hier oben ist nicht mehr so viel drin in den Kisten. Hier ist der Diamond, hier ist die Diamond Dolly. Okay, ich bin jetzt hier auch gerade schon. Cobblestone. Ja, hier ist wieder so ein Cobblestone, das ist okay. So, dann gehen wir mal hier hoch. Packen den Spawner hier einfach mal ganz kurz hier hin. Warte mal, oder wo packen wir den hin? Na, warte mal, ich will den ja eigentlich im Grunde genommen nur einbauen. Bedeutet, ich hätte hier gerne den Spawner. Bau den hier erstmal halt ganz klassisch zu. Aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob da trotzdem was rauskommt. Könnte halt trotzdem sein, dass da trotzdem was spawnt. Ja, das spawnt halt trotzdem was, das ist natürlich blöd. Ja, warte mal. So, okay, gut, das hätten wir auf jeden Fall schon mal, das ist schon mal schön. So, dann machen wir das mal hier auf. Ja, dann müssen wir hier mal die Ebene schließen halt, ne? Das zählt jetzt alles nichts. Dann werden wir das mal so machen, dass wir hier, also 1, 2, 3, 4, machen wir das hier oben hin.
Haben wir jetzt 1, 2, 3, 4. Ja, genau. Okay. Gut, dann machen wir jetzt hier mal ganz schnell noch im Grunde genommen hier das Zeug hier fertig. Also ich schalte hier nochmal ganz schnell die Engine aus vom Jetpack. Zack. Und damit hier halt keine Spinnen halt durchkommen können, ne? Beziehungsweise, dass sie halt nicht nach oben krabbeln können. Das wird hier aber auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen weiter denn demnächst noch mit ausgebaut werden. So. Zack, 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 zack. Aber sind die auf jeden Fall gleich auch gleich fertig. So, nehmen wir hier nochmal ein bisschen Kabel. So, zack, 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 zack. Sind auf jeden Fall auch gleich fertig damit. So, muss aber jetzt ja noch von der Vorbereitung her gemacht werden, weil ich die Diamond Dolly ganz gerne auf jeden Fall mitnehmen wollen würde, um halt vielleicht gegebenenfalls auch in der Hölle nochmal nach einem Spawner halt auf jeden Fall Ausschau halt zu halten, ne? Das wäre auch nochmal eine ganz coole Sache. Also ich packe den Spawner jetzt hier einfach mal hier hin. Hab jetzt natürlich mein Jetpack nicht an, das ist natürlich schlecht. Okay, so, das ist auf jeden Fall zu, das ist schön. Und dann können wir hier einfach mal so just for fun sagen, okay, gut, wir haben hier was. Oha, wir trotzdem hier durch, Leute. Mhm. Ja gut, dann müssen wir das halt zulassen, das ist aber auch okay. Gut, so, das heißt, wir können mal, bin mir nicht sicher, was war das hier? Ne, das war die Engine, das wurde dann, sagen wir mal hier den Hover halt auf jeden Fall mal aus. So, 88% sind wir voll. Das heißt, wir gehen jetzt halt einfach mal Richtung Spawn. Schauen wir mal, was hier eigentlich so schönes hier passiert ist. Oh, der Black, der hat hier auch ganz schön viel gebaut. Ja, hat er ja jetzt hier seine Hütte auch erstmal auch soweit ausgebaut gehabt. Das ist schon eine zweite Etage. Sieht so aus, ne? Hier ist sogar schon, ja, hat sogar schon ein Dach drauf, ne? Ja, da hatte ich auf jeden Fall auch schon ein Dach drauf. Ja, das sieht doch. Ja, das ist aber hier. Ja, Timbers Construct halt gleich noch mit drin. Okay. Gut. Oh, er hat direkt neben sich ist ein Meteorit. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Warte mal, wir konnten doch. Wie waren da? Also, wir können das mal laufen. Da also, sparen wir zumindest auf jeden Fall mal ein bisschen Energie. Aber ich glaube, in dem Homer-Mode könnte man, glaube ich, auch nochmal mit Sprinten, könnte man da, glaube ich, auch noch was machen. Dass es noch mal ein bisschen schneller geht. Oh, mein Kopf hat er auch hier. Mittlerweile. Okay. Marianne, Schuster, Draker, Eric. Ah, ich glaube, der ist neu. Den kenne ich noch gar nicht. Weiß ich gar nicht. Ach nee, oder ist das Dingens? So, ja. Ja, müsste Dingens sein hier. Geisterkalender. Ja, hier wollte ich nicht rein. Hä? Lol. Ist eigentlich noch irgendwie was passiert? Bei der Arena? In der Arena nicht wirklich. Ja. Hier sind auf jeden Fall. Hier sieht die Welt auf jeden Fall schon mal ganz schick aus, muss man sagen. Ne? So, aber wir gehen jetzt. So, super. Nur überall noch ein bisschen Schaden. Lalalala. Okay, vorwiegendes Ziel oder erstes Ziel ist auf jeden Fall. So, okay. Wie ist das denn da? Weiß ich gar nicht, wo ich jetzt hier rausgekommen bin. Das ist hier eine Query. Oh nein, oh mein Gott. Ja, weiß ich nicht, wo ich jetzt hier rausgekommen bin. Keine Ahnung. Okay, ja, die haben auch ein bisschen was hier in der Hölle gebaut, okay. Okay. Hier wurde auf jeden Fall schon ein bisschen was gebaut, das ist auch nicht schlecht. Und wo geht das Zeug hin? Das ragt oben ist, glaube ich, ein... Aha. Ja, das sind auf jeden Fall nette Sachen hier. Na gut, okay.
Gut, dann schauen wir mal. Wir sind scheinbar einer der letzten, die jetzt hier so richtig in der Hölle sind, unterwegs sind, ne? Jetpack Fuel? 96%? Wieso ist das 96% voll? Das ist auch komisch irgendwie. Wobei, was natürlich cool wäre, wäre natürlich, wenn wir sagen würden, so hier oben wurde auch irgendwas gebaut, oder? Könnte das sein? Ne, das ist ein Baum, ist das. Ganz einfach ein klassischer Baum. Die Hover-Energie, ne, das zieht schon ganz schön was, ne? Die Hover, das Hover-Zeugs. Ne? Also wir setzen hier einfach mal Dingens. Und Hölle. Ja, das Problem wird halt sein, dass ich halt, dass hier relativ viel abgefarmt sein wird, schätze ich einfach mal. Gerade halt auch was, vielleicht ist da noch irgendwo in der Nähe ein bisschen was an Glowstone. Vorwiegend sind wir jetzt hier drin wegen Glowstone. Das ist die, die vorwiegende Sache. Aber halt auch wegen. Oh, okay, jetzt habe ich hier die falsche Pickaxe. Und wir vom Jetpack nochmal ein bisschen weiterkommen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Okay, gut, das lassen wir mal noch. So, dann schauen wir mal, vielleicht finden wir ja irgendwie noch einen Spawner hier in der Nähe. Aber. So, schauen wir mal. Hallo. So, schön wäre es natürlich, wenn wir da was finden würden. Lalalala. Wie ist? Hier sieht es auf jeden Fall ganz schön abgefahren aus, das ganze Zeug. Hier unten wurde auch was gebaut. Das ist ein Lava-Generator, sieht so aus, ne? Tummel. Hey, Redstone und Fackel einfach hinten dran, okay. Hier unten ist ganz schön knapp, ne? Also ja, der formt hier die Lava ab, das sieht man auch. Ja, das sieht man. Okay, gut, ne, wie gesagt, wir laufen hier einfach mal, ne? So. Und hier noch die alten Wegpunkte, das ist noch aus Enemy. Ganze Zeugs. Ja, wie gesagt, bin so ein bisschen auf Festungssuche. Oh, ich habe so das Gefühl, dass das hier alles ein Stück weit weg sein wird. Wir können nochmal den Hover-Mode auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Der verbraucht, glaube ich, mehr, ne? Der Hover-Mode, oder? Ja, der Hover-Mode verbraucht ganz schön viel. Das ist dann natürlich auch nicht so toll. So, zack, Hover aus. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Nehmen wir halt ein bisschen Quarz hier noch mit. Weil das kann man mit Sicherheit auch noch gebrauchen. Wenn wir schon mal hier in der Hölle sind. So, ansonsten. Na, hier haben wir nochmal ein bisschen was an Quarz, aber. Ja, dafür sind wir eigentlich nicht vorwiegend hier drin. Was habe ich jetzt eigentlich? Hat auch schon ein bisschen Quarz. Ja, okay. Ich aber ganz schön langsam mit der Eisenspitzhacke, ne? Aber die ist halt jetzt auch nicht so krass gelevelt, ne? Aber. Sind wir echt langsam. So. Zack, zack, Closer wäre natürlich dann noch vielleicht noch ganz cool. Okay. Ich bin mir gar nicht sicher, also das ist ja so gesehen eine kleine Vorbereitungsaufnahme für Infinite World, für Minecraft Enemy. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da noch relativ viel Closer habe oder ob ich da nochmal in die Hölle muss. Bin ich ja nämlich eigentlich auch gerade mit dabei bei ja, Jetpacks halt zu bauen und das wird aber vermutlich auch meine nächste Aufgabe dann erstmal werden, Jetpacks und dann halt, und dann halt relativ schnell noch ein paar
ja, wie soll ich sagen, Endermans zu jagen oder halt nochmal ein paar andere Sachen. So, müssen wir dann auch gleich nochmal Gedanken machen, wie man Endermans am besten killt. Zack, zack, okay. So, Festung. Ja gut, aber wie gesagt, das stimmt ja alles nicht. Ja, die ganzen Koordinaten hier. Du läufst halt Ewigkeiten dann erstmal hier durch die Gegend. Ja, leck mich. Spawner wäre halt nice, ne? Das Spawner hätte ich halt Bock. Oh, das ist hier eine schöne, das ist eine schöne Ecke hier, um los dann zu fahren. Ah, fuck, jetzt habe ich eben meine Klitschspezialität schon wieder in Benutzung. So. Okay, lalalala. Lalalala, zack, so. Was haben wir denn bisher? Ja, wir haben schon über 64, das ist doch schon mal eine schöne Sache. Aber leider immer noch keine Festung. Ganz schön rar gesät mit Festungen hier, ne? Sind hier einfach keine Festung. Weil ich hier was. Hier hatte ich was gesehen, glaube ich. Hier drin war auch eigentlich nichts gewesen. Wir laufen jetzt hier einfach mal durch. Ja, okay, wir schauen einfach mal. Wir werden schon noch was finden. Und hoffentlich. Hoffentlich auch Zeit, ne? Und auch da und dann, wenn wohl noch keine anderen gewesen sind. Weil das ist immer ein. Das ist immer ein großer Zeitaufwand, finde ich persönlich halt, ne? Boah. Wir machen ganz schön viel Schaden. Und das ist halt auf jeden Fall ein bisschen was. Okay, GG. Weiß ich jetzt nicht, wie ich jetzt hier reinkomme. Immer ein bisschen Licht machen hier erstmal. Ja, kann natürlich sein, dass ich hier natürlich richtig viel Pech habe und ich jetzt hier die ganze Zeit hier durchgraben muss. Wobei es geht, ich glaube, dort vorne kommen wir auch schon wieder raus irgendwo. Zack. Ah, aber meine Pickaxe, die geht auch so langsam zur Neige. Oha. Autsch, was habe ich denn jetzt hier? Oha, krass. Alter Falle. Okay, das war ungeplant und heftig. Auf jeden Fall. So, ich versuche jetzt hier einfach nur noch mal rauszukommen. Ja, 60% hat das Jetpack noch, aber. Ah, scheiße, Mann. Na gut. Nächstes Mal ein bisschen Quarz hier noch mitgenommen. Ah, jetzt ist die Glücksspitzhacke. Ich gehe immer auf die falsche Spitzhacke an. Das, ja, die ist halt eh bald weg, die Glücksspitzhacke. So, wäre ich nur nicht hier lang gegangen, ey. Also hier wäre ein Weg. Ja, dafür braucht man auf jeden Fall viel mehr Zeit halt, um halt, ja, halt wirklich halt dann irgendwie was zu finden hier, was einem auch genügt. Ja, zumindest sagen wir es mal so, das Primärziel haben wir auf jeden Fall erreicht, das ist schön, aber halt das zweite Ziel ist halt jetzt noch nicht ganz so in Reichweite, das ist natürlich ein bisschen blöd. So, ich hatte eigentlich auch noch vorgehabt, noch was irgendwie auch was auszutesten. Naja gut, da kommen wir hier nicht weiter. Gut, dann gehen wir mal zurück, ein bisschen was konnte man hier trotzdem farmen. Hier drin ist jetzt nicht besonders viel, aber zumindest ausreichend für unsere Zwecke.
paar Level gab es hier auch noch, das ist auch noch schön. Hier haben wir wieder schön was verzaubern. So, schön, okay. Gut, dann gehen wir halt mal raus hier. Lalala, zack. Und ja, dann würde ich sagen, muss es das gewesen sein von an der Stelle. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.